Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier mit den Reaper Clan auf Erkundungstour und Killtour mit The Shutnix und dem Minitrecken. Hallihallo, ihr Lieben. Hallo. So, wir sind immer noch in Asgard, wie man sieht, und hoffen natürlich bei den ganzen Killen hier, dass auch mal ein großer Boss rauskommt. Ja. Weil noch haben wir keine Bosse selber gespawnt, sondern man hat die 10%ige Chance, dass Bosse halt kommen, wenn man die killt, die Viecher. In dem Sinne, geht weiter. Hier hinten hat er doch irgendwas gesehen eben, ne? Ich geh mal hier bei dem Mammut gucken. Wartet ihr dann bitte auf mich? Wer immer da unten rennt, der wird verfolgt vom Minibus. Am Wasser. Wie? Minibus? Wasser? Ja. Schattens, glaube ich. Ja. Wenn er dir zu dicht ist, einfach mal C, dann schiebst du ihn weg. Ich wundere mich nur. Der bleibt da, die Sau. Da ist er. Alles Mistvieh. Ich hab den überhaupt nicht gesehen, also. Da ist einer gespawnt am Wasser. Ein Drachen, Skelettdrachen. Den müssen wir natürlich verfolgen. Weil wenn kein Spieler in der Nähe ist, dann hauen die nach der Zeit wieder ab. Der ist aber klein, ne? Aber der kann auch wieder anscheinend alle drei Angriffe, ne? Ich komm hier nicht weg. Hey. Der ist auf dem Wasser. Auch hier ist jetzt noch ein Mammut gespawnt. Ein grünes. Hey. Wir kriegen alles, nur nicht den Drachen, ne? Ja, irgendwie. Ich habe den Drachen gefühlt noch nicht einmal getroffen, ne? Ja, der ist bei mir hier. Mini Dragon wurde gekillt? Ja. Vom Corrupted. Was? Resurrected Dodo Viper. Ich hab gar keinen gesehen. Ich auch nicht. Dann wird er kurz da gewesen sein, die ich dich gekillt habe und dann tote geht. Ja, pass nur auf meine Reaper auf so lange, ja? Ja. Also der ist ein bisschen nervig, ey. Der ist flink wie Sau. Ja. Oh, ich bin auch tot. Ach, der spuckt Gift. Ach herrje. Ich glaube, ich hab ihn. Sehr schön. Warum sind denn beide Schlaf... Also ich kann die Schlafkapsel nicht anklickern. Ich habe jetzt nur eine genutzt. Ich kann die Schlafkapsel nicht anklickern irgendwie. Doch, jetzt, zack. So, ich renne eben runter und hol die Reaper ran, ne? Mhm. Und, war irgendwas Besonderes drin? Ich hab keine Ahnung, ich backe bei euch drin. Achso, ja, sobald ich meine Rüstung hab und Zeug wieder hab, dann porte ich die Reaper auch ran. Wir kommen dann zurück zu dir. Jo, ich sehe nicht, ob da was steht. Jo. Ich guck mal bei mir rein. Ja. Ach, wieder verkehrte Reihenfolge, wirklich? Ich denke mal, du wirst es dann eingesammelt haben. Die Reihenfolge kannst du gleich machen, Mini. Erstmal deine Liefer anholen. Soll ich deine gleich mitholen? Ja. Irgendwo habe ich Runensteine her. Ja, die kommen von den Bossen und so.
Devil ist hinten am großen Zuchtgehege. Sehr schön. So, jetzt meine noch. Wo ist er denn? Da. Meine ist auch da. Wollen wir auch mal anziehen. Ja, sonst kann ich jetzt nichts Spezielles sehen, also. Oder das hat echt ein Vieh von uns eingesammelt. Das kann natürlich kann auch sein. Mutiertes Herz habe ich hier. Ich habe nur ein Dino-Hart. Ja, die mutierten Herzen, das sind, glaube ich, die normalen, ne? Also die normalen Tropen. Oh. Oder ist er weggespawnt? Kann natürlich auch sein. Ja, kann sein. Also ich weiß, wenn... Ah, nicht... hier ist eine Tasche. Ich sehe auf jeden Fall eine Tasche. Da werde ich jetzt mal reingucken. Ja, aber nichts Besonderes drin. Okay. Ich muss eben mein Dings hochbringen wieder. Elite. Wir sortieren uns eben kurz und dann kommen wir nach Asgard hin. Jo. Busa. Denn ein wenig Ordnung muss sein. Hat mich schon gewundert. Da ist auch noch eine Tasche im Wasser. Da ist das... zwei Taschen im Wasser. Oh. Da ist das der Dings, der uns gekillt hat, der Drache. Oh. Mit Giftangriff. So was. Ja. Aber eine Gasmaske brauchst du hier nicht bauen, die ist ja sofort tot, die Gasmaske. Ja. Oh, jetzt sehe ich die Tasche im Wasser nicht mehr. Ja, nicht schlimm. War halt nur der epische Loot drin oder so. Da. Das könnte tatsächlich sein. Ach, Pyro. Ja, vielleicht kriegen wir auch so Teile von der Manticore-Rüstung oder so, weißt du? Mhm. Auch nix. Es soll wohl auch, soweit ich weiß, noch eine Rüstung geben hier, diese SWAT-Rüstung, und damit sollst du dich irgendwie unsichtbar machen können. Ja. Wie, was da funktioniert, kein blassen Dunst. Weil man will sich ja auch da nicht zu weit spoilern, also man liest nicht alles durch. Ja. Weil ansonsten ist es ja so, ist schöner, wenn du alles noch selber rausfinden musst und sowas, finde ich, das ist immer ein bisschen toller. Wo wir nur ein bisschen am Verzweifeln sind, wenn er natürlich irgendeiner einen Tipp hat, kann er das natürlich raushauen. Mit dem Evolven, da also den Weiterentwickeln, das erschließt sich uns nicht immer ganz so... welche Viecher man weiterentwickeln kann, weil man soll alle Tiere weiterentwickeln können. Ja. Da ist nur die Frage, ne, inwieweit das klappt. Weil bei den meisten steht es ja gar nicht drin. Mhm. Ich weiß, da gibt es bestimmt irgendwo schlaue Seiten oder so, aber... So, Devil Reaper, das mean. Ja, ich sitze auf meinem ja schon drauf. So... Soll ich mich teleportieren zum Punkt, oder? Das kannst du, also wir kommen jetzt dann gleich wieder raus beim Dings, ne, beim, komm mir nicht weg, Dias. Geh mal einen Schritt vor, Mini. Danke. So. Ich schade, wenn du weg bist. Ja, bin weg. Weil ich guck gerade in eine Mauer rein. Okay. Ich port mich dann schon mal dahin. Asgard ist halt, ne, oder? Ja. Ja. Asgard 26.6.27.7. Ja, den habe ich mir schon markiert. Die stehen alle oben bei mir in der Liste. Ein Chaos wieder. Ach, muss ich auch Platz machen. Ja. Für unsere Mini. Ja, erst kommt oder sonst wen. Bin da. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich keinen Platz gemacht. Aber nach dem Drachen kam jetzt nichts Größeres mehr oder so, ne? Nö. Aber irgendwie kein Glück mit. Bin auf dem Weg. Sehr schön. Ja, diese Flugtiere sind zum Teil
extrem schnell, ja. Ja, also ich hab das Ding gefühlt nicht einmal getroffen, ne? Also. Ach, jeder. Meine Reaper hat schon wieder hoch. Ich konnte ein, zweimal zubeißen, ist scheinbar an euch hängen geblieben. Oder an euren Reapern. Hat deine Reaper Hunger? Schaut nix? Moment. Also, unsere Reapers hatten beide ein bisschen Hungereffekt, dass sie. Das oh ja, ich sehe gerade, die brauchen was zu essen. Hast du, gut, so eine, dass du das erwähnt. Hast du so eine Hungerpotion mit? Ja, vor lauter Zeug da drin muss ich die bloß finden. Das ist die pinke runde Flasche. Steht irgendwas? Heißt mit, Grinded Beef. Wollte ich gerade sagen, mit Beef dran. Oder gib oben Beef ein, dann. Beef ist hilfreich. Ja. Ja, nach dem Reaper fragt er nach mir wieder nicht, ne? Hast du denn was zu essen bei für dich? Ja. So, alle wieder fit? Vom Schreck erholt und so? An alles gedacht, aber wieder nicht am XP-Trank, ne? Ach, ja. Das ist XP-Trank. Hab ich keine mehr, hab ich alle weggenuckelt. Das hätte ich mal mitnehmen können, ne? Ja. Fiel mir auch gerade an. Da ist ein grüner Drache. Auf ihn mit Gebrüll. Arme Drache. Ach, ich. War ein ganz normaler, würde ich sagen. Ach, ey. Ja, war ja klar. Da hinten blitzt wieder was. Tapeten. Eine Tasche. Zwei Taschen. Jo. Ich kümmere mich derweil mal um dieses grüne Dingling hier. Hat eine Tasche bei mir neben mir. Die vergraben. Ist auch eine Tasche. Oh. Hier ist sowas nachgespawnt. Schatten, siehst du die eine Tasche, die hier gerade neben mir stand? Ich habe eine leer gemacht gerade. Ich weiß nicht, ob die noch nee, du hast hier nach vorne leer gemacht. Ja, noch was nachgespawnt. Gerade ja, eine schöne. Schöne Axt. Super. 500 Schaden, etwas über 500. So eine Kristallaxt? Ja. Sehr schön. Schattens, ja. Hast du Interesse an einer 435er Spitzhacke? 435er Spitzhacke? Ich muss gucken, was ich habe. Irgendwo habe ich eine. Ne, ich habe eine 711er. Okay. Dann leckste Fettbutter ist teuer. Weißt du, da macht man und tut man und das ist dann der Dank. Ne? Frisst den keiner auf, ob die Tasche liegen bleibt? Das war nur normaler. Oh, ich ja, habe gerade versucht, ihn aufzufressen, aber ich dachte, ich habe den. Ja, es ist aus der Tasche. Oje. Auch die normalen können das gute Zeug drin haben. Ach, oje, jetzt wo du sagst. Oh, Moment, ich muss dann eben umladen. Ja, das ist bei Eternal so. Oje. So viel Schmutz, ey. So, wo ist Schattix jetzt hin? Da hinten sind rote Faden. Ja, im Blickfeld. Der hat da wieder zwei Taschen freigelegt. Ja. Ein Mystical Alpha Bezelbufo Sattel. Oh. Huch! Was? Pyrohilfe, ich hab hier einen Magmasaurus. Bin da. Raucht unter mich drunter, ne? Ja, ja, machen sie gerne. Emily? Danke. Da muss irgendwo noch eine Tasche umstehen. Pyro, ja. Vor dir steht eine Tasche. Ja. Gesehen. Ich
hab doch einfach nur den Alu weggemacht. Also wirklich. Ein Taming Trunk zum Beispiel drin. Super. Ansonsten nur das übliche Geschmodder. Na, finden wir denn auch noch was Großes? Wahrscheinlich nicht. Du kennst doch unser Talent. Ja. Alle Bosse, die ich bis jetzt gemacht habe, die etwas größeren waren alle auch außerhalb der Aufnahmen. Jedes Mal habe ich mich geärgert, dass ich keine Aufnahme gemacht habe. Jetzt düsen wir los auf Suche nach so einem großen Boss und passiert ohne. So spielt das Leben. Ja. Aber wehe, du machst die Aufnahme dann wieder aus, ne? Ja. Wahrscheinlich genau in dem Punkt. Boah, dass sie dann nicht weiterlaufen, ne? Bei jeder Kreatur, die wir erledigen, könnte was rauskommen. Hier ist ein Rex. Hier ist ein Agi. Vielleicht könnte der uns ja was. Ach, da ist schon wieder so ein Magmasaurus. Ich mach den gar nicht. Jetzt. Hier ist eine Tasche. Zack. Ja. Taschen? Ja. Ja. Danke, schaut nix. So. Das hat nichts. Wo ist denn der Pyro jetzt? Ich bin nicht weit von euch weg. Geht? Super. Hab gerade so ein Robot-Stego weggemacht. Das sind irgendwie so kleine Mistviecher, die Raptoren. Das war schon sagen. Ja. Ich steck schon wieder einfach. Musa! Huch! Ein Ginga-Ninja, oh, da hatte ich gerade über Glück, ne? Dass der mich nicht, Okay, ja. Die schmeißen ja hier mit Bolas und so ein Rotz. Die haben selbst den Griffin dann gebolert, ne? Du kannst noch weglaufen. Bleib stehen. Stirb wie ein Mann. Gibt's ja gar nicht. Immer diese Feiglinge, ne? Ja. Feld spielt er fangen mit mir. Ist das so glauben? So, ich komme mal wieder zurück zu euch. Oh, was ist das denn? Wäre nett, weil ich habe Alpha Karkinus-Klaue und Alpha Argentavis hatte was mit da. Immer mitnehmen. Der hatte so viel einstecken, deswegen ist er weggerannt. Der wollte mir das nicht geben. Ja. Der hat sich auch gesagt, alles für mich, nichts für den Schatnik. Ja. Da hat er aber die Rechnung ohne den Schatten nichts gemacht. So, jetzt sehe ich auch nicht mehr. Wird ja jeder kommen.
Notfalls stelle ich mich jetzt hier hin, dann kann sich doch Pyro zu mir bohren. Also ich bin an dem grünen, versteinerten Knochen gerade. Ja. So sind wir auch. Ja, dann sind wir nicht weit auseinander. Aber wir sehen dich nicht. Ist bestimmt auf der anderen Seite. Bestimmt. Es hat nichts, geht gucken und ich bleib hier stehen und warte. Also das Übliche. Also ich bin direkt unten drunter. Nur wo unten drunter? Da, wo die Schadenzahlen sind. Ich sehe aber gar nichts von Schadenzahlen. Also hier ist das Gras grün. Das ist ein guter Tipp. Ja. Da rennt gerade jemand. Hab dich. Siehst du? Ich muss irgendwo in der Tasche sein, da. Siehst du, wie gut der Tipp war mit dem, ne? Ja, das grüne Gras hat geholfen. Ja. Obwohl, eigentlich ist das hier gar nicht mehr so. Oje. Warte, hier stand gerade irgendwo eine Tasche. Ja, heute direkt. Und wie, ich finde die gleich wieder nicht. Da. Das steht auch noch eine Tasche. Hey. Da braucht man aber schon Adleraugen, wenn man auf den Viechern kommt. Ja. Gibt es hier gar keine Tiere mehr? Da stehen auch noch Taschen rum. Die habe ich schon nachgeguckt, da brauchst du nicht absteigen. Okay. Aus der Richtung kam ich vorhin, da ist nur Schmutz drin. Keine schwarzen Perlen oder so. Topa ist doch nicht dabei. Ach, ja. Da ist noch ein Stego. Alle auf den armen Spiegel drauf. Da flüchtet noch eine Anke. Oh, treffen du es auch nie, ne? Hey. Ist denn irgendwas, ne? Oder? Also ne. Alles gut? Ja, ich pack nur all die verderblichen Sachen in den Reaper rein. Ach so, ja, dann warten wir doch kurz. Bin schon da. Pyro, hinter uns ist ein kleiner Dego-Boss. So ein Skelett. Auf ihn mit Gebrüll und so. Ach, der hat sich da aber versteckt. Ist er hin? Ja. Und geht kommt Tasche? Irgendwas Größeres? Nee. Oh je. Manchmal ist man enttäuscht. Ja, dann lass uns mal hier zum roten Arg laufen, wo ich den gerade sehe. Da sind bestimmt die die Viecher mit dem guten Loot und so. Und da sind wir doch gekommen. Aber wir waren noch nicht direkt am roten Arg bis jetzt. Keine Tasche. Ja, manchmal kriegt man das Inventar ja direkt rein. Ja. Ach, hier sind auch noch ein paar Viecher. Ich bin gerade mal kurz andere Richtung, ja? Okay. Lass mich doch wieder aufsteigen, Mensch.
Das sind zwei Täschchen. Toll. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich aber auch nicht. Bin da. Sehr schön. Dann weiter Richtung Roten Ark. Da. Richtung Roten Ark. Rot ist da, wo das blaue Licht ist? Passt, ja. Das ist immer gut, dass Schadnix immer so den Überblick behält und so, ne? Ja, einer muss ja. Gab's hier nicht auch so ein lila Wald und sowas, ja? Ja, irgendwo. Ja. War das nicht da hinten an den Bergen oder so? Nee, die Richtung ist es nicht hier. Tja. Aber hier sind blaue Viecher, Junge. Aje. Haut es ab. Dich. Mal diese Feiglinge, ne? Ja, ja. Furchtbar. Halt doch mal still. Oh, na, sehr schön. Also hier war mal mehr los, ne? Aber hier sind auch noch blaue Viecher. Und Snack, den nehmen wir noch mit hier. Oje. Oh, jetzt ist wieder so ein Prinz in der Nähe oder so. Oh, hier bei mir. So, dann macht mal sauber, weil hier stehen ganz viele Tafeln. Ich sehe ihn noch nicht. Ne, den habe ich schon weggemacht. Ach so. Ja, dann. Da oben ist aber noch eine Shadow Man, warte. Mach du mal, wir machen schon mal hier, ne? Schmutz. So. Oh. Da habe ich irgendwas Neues gekriegt gerade. Okay. Und zwar ein Clothes oder Clothes Slayer Summon Regent. Will Summon Attainment Clothes Slayer Set can be evolved. Und kannst es weiterentwickeln. Man kann auch, ich weiß jetzt nicht von wem genau, aber es gibt auch große XP-Potions, gell, die einem oh, hier am Fels nicht auch ganz nach eine oben hauen. Ja, aber ich sag, okay. Ich habe hier so ein, würde ja fast sagen, vielleicht einen Bauplan oder so. Hm. Oh. War es das mit Taschen? Da hinten ist noch eine. Zwei noch. Ja, den normalen Schmutz, den lasse ich in der Tasche drin. Aber Pyro? Ja. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder in der Überlänge, ne? Je. Ich stelle mich schon mal zu deiner Reaper. Ja, und noch nichts richtig, ne? Weggeschnetzelt und so. Aber Leute, wir haben einen schönen Bauplan. Und zwar den Cloud Slayer. Ich weiß nicht, wie man den benutzt oder so. Ob man mal E drücken sollte oder nicht. Denkt, das finden wir da noch raus? Mhm. Tja. So. In dem in Sinne. In der nächsten Folge, ne? Genau. In dem Sinne würde ich sagen, das fröhliche Killing Event geht weiter. Mhm. Okay, in dem Sinne erstmal. Tüdelü und tschü. Tschüss. Tschüss.